Ciao zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Guide von Black Desert Online. So, heute geht es darum, wo ihr als nächstes hinkommt. Wir hatten das Lager, wir haben das Interface, wir sind auch ein bisschen in einem Let's Play am Spielen. Doch das Allernächste, was kommen wird, ist gerade für Anfänger der Stall. Ihr wollt natürlich ein Pferd, überall stehen Pferde, ihr habt begonnen mit dem Spiel und ihr habt kein Pferd. Stallmeister findet ihr. Oben Lupe, geht das Fenster auf, anklicken und die Wegführung führt euch zum nächstgelegenen Stallmeister von eurem Charakter aus. Ich befinde mich in Heidel, somit wäre das hier der Stallwart. Ihr kriegt eigentlich, wenn ihr neu beginnt, irgendwann im Verlauf der Hauptstory kriegt ihr ein Ticket bzw. einen Reitschein, den ihr eben dann beim Stallwart einlösen sollt, um euer erstes Pferd abzuholen. Beim Stallmeister sieht das so aus. Ne? Der hat natürlich immer Quests, mit dem könnt ihr quatschen, der hat aber auch einen Laden. Wenn ihr ein Pferd habt, besitzt, werdet ihr Karotten benötigen. Ein Pferd hat Leben, ein Pferd hat auch Energie und das könnt ihr mit Karotten auffüllen. Also lohnt es sich, Karotten zu kaufen. Das könnt ihr hier machen, bei ihm ist es ein bisschen teurer. Es gibt aber im Marktplatz divers besseres Futter, was euch viel, viel länger Ausdauer und das Leben viel höher stackt beim Pferd, als jetzt das, was er anbietet. Aber zu Beginn macht es sicher Sinn, wenn ihr sagt, okay, ich bin jetzt neu, ich will da noch nicht mit dem Marktplatz in Berührung kommen, kauft hier ein paar Karöttchen ein für euer Pferd. Des Weiteren bietet er Reittierscheine an, auch für Pferde, also solltet ihr noch keines besitzen oder keines geschenkt bekommen haben, könnt ihr hier ein Reittierschein kaufen für ein Pferd. Er hat Anhänger für Wagen, er hat auch ein bisschen Pferdeausrüstung, erfordert aber Freundschaft, das ist Wissen. Da müsstet ihr mit ihm ein bisschen plaudern, ihr müsstet Quests erledigen von ihm, damit ihr die Freundschaft zum Beispiel hier auf 100 kriegt, damit ihr das überhaupt bei ihm kaufen könnt. Aber auch diese Gegenstände findet ihr auf dem Marktplatz, ist zu Beginn sicher nicht essentiell wichtig für euer Pferd. Wichtig zu wissen ist, dass ihr auch hier beim Stallmeister nicht nur eure eigene Rüstung und das Inventar reparieren könnt, sondern auch die Pferdeausrüstung. Ich habe jetzt gerade keines da, es gibt keinen zu reparierenden Gegenstand, aber ihr könnt mit dem Pferd in die Nähe des Stallmeisters gehen, damit auch das Pferd die Rüstung, dass es tragen sollte, repariert wird. Und ganz wichtig ist für euch der Stall. Dasselbe gilt mit dem Stall wie mit dem Lager, was ich auch schon erklärt habe. Das ist ortsgebunden. Wenn ihr mit einem Charakter euer Pferd hier im Stall abstellt, kann ein anderer Charakter oder auch ihr dieses Pferd dann nur hier wieder abholen. Also dann ist das nicht in Velia oder in anderen Städten, wo ihr einfach zugreifen könnt, sondern das steht dann definitiv da, wo ihr es abgestellt habt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ihr habt hier die Möglichkeit, einen Wagen anzubringen. Also das habt ihr gesehen, man kann den bei ihm im Laden kaufen, wenn ihr genug Freundschaft habt oder natürlich auf dem Marktplatz. Einen Wagen anbringen am Pferd macht Sinn, wenn ihr vorhabt, später zu handeln, damit ihr Waren aufladen könnt und mit eurem Pferd von A nach B reitet, um Waren zu verkaufen. Ist aber in der Anfangsphase sicher nicht so wichtig. Ihr könnt Pferde tauschen. Wir haben einen Zuchtmarkt, selbsterklärend, Pferdemarkt. Spieler können ihre Pferde, die sie gezüchtet haben, anbieten, ist sehr, sehr teuer. Oder ihr kauft einfach hier über den Pferdemarkt ein passendes Pferd, solltet ihr genügend Geld haben. Ihr habt dann auch hier die Möglichkeit einzustellen, welchen Rang dieses Pferd haben soll oder welche Talente. Jedes Pferd hat bestimmte Talente. Könnt ihr immer mit der Maus rüber, könnt lesen, was für euch vielleicht geeignet ist. Das Geschlecht, Hengst, Stute oder egal, alle. Macht natürlich Sinn, wenn ihr züchten möchtet, damit ihr wisst, ob ihr einen Hengst oder eine Stute benötigt. Mieten könnte man auch, ist aber selten was drin. Und natürlich das Verlassen. Wenn ihr einen Reittierschein habt, leuchtet hier unten Reittier registrieren, draufklicken und dann sagt er euch, okay, gebt eurem Pferd einen Namen, könnt ihr das Pferd benennen und den Reittierschein bei ihm einlösen und somit steht das dann hier im Stall. Könnt ihr dann hier sehen, dass bei mir ist jetzt nur der Esel drin, dann könnt ihr das auf rausholen, dann kommt das Pferd raus. Ihr könnt Regeneration, wenn es verletzt gewesen sein soll oder irgendwie einfach sonst die Ausdauer ausdrückt, könnt ihr es regenerieren, das heißt auch heilen und
weg damit. Ihr könnt es verkaufen, ihr könnt die Talente zurücksetzen, Brandzeichen, das ist dann alles für ein anderes Video, wenn ihr züchten möchtet. So, das wäre es eigentlich zum Stall. Also wichtig ist, solltet ihr es nicht finden, oben nochmal kurz die Lupe, Stall anklicken, automatische Wegführung und immer daran denken bitte, es ist ortsgebunden, damit ihr wirklich die Pferde dann findet. Zu Beginn ist es wichtig, weil ihr vielleicht mehrere Charaktere erstellt, um zu schauen, was zu euch passt, damit ihr seht, okay, das Pferd steht dort, damit ich es mit einem weiteren Charakter verwenden kann. Soweit zum Stall. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt, der Gilde beizutreten, gerne unten dem Discord-Link folgen. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, auch in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.